Hallo und willkommen zum nächsten Seminar. Thema heute 2012, der Kalender der Maya. Hier wurde das Jahr 2012 als ein Ende angesehen. Der Kalender hat seinen ersten Zirkel absolviert und dieses Jahr hieß also das Ende. Und wie so ein Weltuntergang aussieht, das hat uns Dürer schon gezeichnet. Aber ich habe nicht genau hingesehen. Der Satz ging weiter. The end of the world as we know it. Also das Ende der Welt, so wie wir sie kennen. Und wenn man es auch nicht ganz genau auf das Datum festmacht, ein Umdenken hat schon angefangen. Gerade in der Umwelt sieht man es. Ökologischer Fußtaps, Mülltrennung und was es da so alles gibt, zeigt, es werden immer mehr Menschen da sein, die wissen, so kann es nicht weitergehen, dieser Raubbau an der Natur kann nicht so weitergehen. Und es gibt auch genug Studien, die sagen, auch das Miteinander der Menschen, auch die Wirtschaft kann nicht mehr so weitergehen, wie wir das bisher kennen. Da muss sich was ändern. Ein spannendes Beispiel dafür kommt von Dan Pink, der berichtet über Studien, die genau im Wirtschaftsbereich zeigen, so kann es nicht weitergehen. Und wer sich diesen 10-Minuten-Clip mal anschaut, der wird hinterher eine ganze Menge Fragen haben, auch zum Thema Schule oder was denn wirklicher Auftrag heutiger Schule sein könnte.